Und damit jetzt wieder in die erste Gruppe, wo wir mittlerweile Saarbrücken richtig geschrieben haben. Ich hoffe sehr zur Freude der Saarländer. Der FC Saarbrücken hat hier nun beträchtliche Erfolge in den letzten Wochen erzielt. Die Mannschaft hat in einem ziemlichen Kraftakt es geschafft, sich doch noch mal so ein bisschen aus der Abstiegszone zu hieven, an eigenen Haaren aus dem Dreck zu ziehen. Und das gibt natürlich eine Menge Auftrieb, wenn man drei Spiele hintereinander so erfolgreich gegen gute Mannschaften gestaltet, wie Saarbrücken zum Beispiel Schalke zu Hause schlägt. Und hat dann natürlich ein ausverkauftes Stadion, wenn der Europacup-Sieger des Vorjahres, der FC Bayern München, kommt. Der zwar wieder einen Gerd Müller hat, aber der allein macht halt noch keine ganze Mannschaft. Ansonsten sind die Münchner reichlich dezimiert. Und dann gibt es auch Unruhe durch die Meldungen über den Weggang von Franz Beckenbauer. Und neuerdings wird auch darüber geredet, dass Detmar Kramer nicht mehr in München als Trainer bleiben wird. Und zu allem Überdruss bekommt das ganze Spiel noch eine pikante Note dadurch, dass Trainer und Verantwortliche des FC Bayern die Leihgaben des Münchner Renommierclubs an den FC Saarbrücken mit besonderem Augenmerk heute betrachten wollten, nämlich Verteidiger Förster und Mittelfeldspieler Schuster. Beide sind wertvolle Verstärkungen und beide, kann ich mir vorstellen, könnte man im Augenblick bei den Münchnern sehr gut brauchen. Naja, wie das Spiel nun gelaufen ist, das erfahren Sie jetzt in einem ausführlichen Bericht. Mein Kollege Hans Beerwanger wird ihn kommentieren. Das Ludwigsparkstadion in Saarbrücken restlos ausverkauft. 36.000 Zuschauer. Und die Saarbrücker Mannschaft erkennen Sie an der weißen Hose. Und sie begann recht selbstbewusst, ließ sich von den ersten Bayern-Angriffen nicht beeindrucken. Schuster, der Nummer 10, Mittelfeldspieler, die angesprochene Leihgabe, eine davon aus München, und Stegmeier. Andersen, der Verteidiger, und erster Eckball für die Gastgeber, Stegmeier. Semlitsch und Elbracht. Dies auch die erste Möglichkeit in diesem Spiel. Sofort Stimmung natürlich auf den Rängen bei diesem starken Saarbrücker Beginn. Noch einmal Ekbal Asimovic, Förster. Schiedsrichter Ahlenfelder aus Oberhausen, ein sehr sicherer, unparteiischer in diesem Spiel. Freistoß. Förster und Elber. Das Konzept der Bayern klar, die Mannschaft spielte aus der Abwehr heraus, versuchte den Ball in den eigenen Reihen zu halten, das Tempo, ein nicht allzu hohes, auch zu bestimmen. Asimovic, Egon Schmidt. Zur großen Überraschung der 36.000 zunächst einmal bestimmten die Saarbrücker das Spiel. Kraser. Bayerns Abwehr also gleich beschäftigt. Simovic und Stegmeier. Das 1:0 nach 21 Minuten. Ein sehr schönes Tor. Noch einmal die Szene. Asimovic. Und hier Stegmeier. Nicht zu halten für Sepp Maier. Und Beckenbauer versuchte, seine Mannschaft nach vorne zu bringen. Aber das Selbstvertrauen der Saarländer war natürlich nach diesem Führungstor gestärkt. Sie griffen weiterhin an. Elbracht. Und er traf Sepp Maier voll am Kopf und er blieb liegen. Musste lange behandelt werden, der Nationaltorwart. Aber er konnte dann doch wieder mitmachen. Rummenigge. Die Angriffe der Bayern ein bisschen zu sehr in die Breite, oft auch ein wenig langsam. Torwart Ferner sicher wie seine Abwehrleute, wo Zech, der Vorstopper, auch stark gegen Gerd Müller spielt. Wieder Asimovic. Stegmeier. 2:0.
in der 41. Minute. Entsprechend die Stimmung im Luzitrak-Stadion. Wir sehen aber dieses Tor noch einmal. Ein kluger Pass von Asimovic. Und Stegmeier ließ erneut Meier keine Chance. Nun mit diesem 2:0 gegen die Saarbrücker in die Pause. Und nach dem Wechsel hatten sie gleich eine weitere Möglichkeit. Elbracht, der dort knapp an Sepp Meier scheitert. Beckenbauer versuchte immer wieder, das Spiel seiner Mannschaft zu ordnen. Schwarzenbeck, Egon Schmidt, aber auch die Abwehr der Saarbrücker hatte sich gefestigt. Kapellmann versuchte sich dann gegen Asimovic, nachdem es Andersen nicht schaffte. Schuster auch mit einer sehr starken Leistung. Und erneut Stegmeier. Vorbei an Andersen. Glück für Sepp Meier, Glück für die Bayern. Sepp Meier, Frau Beckenbauer reklamierte abseits und Ferner erkundigt sich nach der Zeit, die noch zu spielen war. Dann wieder Schuster, versetzte Gruber. Sah Stegmeier. Und das war das 3:0 nach 60 Spielen. Schuster, der Stegmeier sah, gut sah und so gut war auch seine Vorlage und auch Stegmeier selbst bei seinem dritten Tor. Sie sehen die Kombinationen der Bayern doch zuweilen auch in diesem zweiten Abschnitt ein wenig zu eng. Es ist Weiß hier am Ball. Beckenbauer. Gerd Müller. Ein typisches Müller-Tor. 3:1 nach 70 Spielminuten. Wir sehen auch dieses Tor noch einmal. Beckenbauer. Müller, der sich einmal von seinem Bewacher Zech lösen konnte und auf seine Art vollstreckte zum 3:1 nach 70 Minuten. Und die Saarbrücker blieben unbeeindruckt. Nach diesem Gegentreffer griffen noch einmal an. Stegmeier mit ein bisschen Glück. Das 4:1 nach 75 Minuten. Das Spiel der Saarbrücker lief und dann geht einfach alles. 4:1, das hätten selbst die Fans nicht erwartet. In Saarbrücken weiterhin die klar spielbestimmende und dominierende Mannschaft. Abgesehen von 10, 15 Minuten im zweiten Abschnitt wurden die Münchner regelrecht vorgeführt. Andersen, Beckenbauer, Asimovic und Denz, das 5:1 in der 80. Minute. Die Leistungsträger der Saarbrücker, hier haben wir sie, Schuster. Hier ist er wieder am Ball und Asimovic ungemein stark heute im Mittelfeld. Asimovic gegen Schwarzenbeck. Stegmeier und Sepp Meier mit einer Reflexbewegung bewahrte seine Mannschaft zu diesem Zeitpunkt vor einem weiteren Treffer. Trainer Kraft natürlich sehr zufrieden mit seiner Mannschaft, konnte er heute sein. Saarbrücken machte ein großartiges Spiel. Elbracht. Schuster an zwei Gegenspielern vorbei, trickst Meier aus und dies war das sensationelle 6:1 für den 1. FC Saarbrücken. Ein Ergebnis, das niemand erwartet hatte, aber der 6:1 Erfolg war verdient für Saarbrücken nach einer geschlossenen, sehr guten Mannschaftsleistung auch in dieser Höhe. Damit geben wir zurück nach Köln.